Gunter Gabriel, der letzte Haudegen der deutschen Country-Szene, zieht auch mit Ende 60 tausende Fans an. In Geiselwind auf dem 30. Trucker- und Country-Festival heizt er seinen Fans nochmal so richtig ein. Sein Musikprogramm kommt eher spontan. Im Grunde, ja. Also ich kann das auch vorher nie sagen. Ich bin ja jemand, der auf die Bühne geht ohne eine Setliste, ohne eine Liste, was ich spielen werde. So im Groben habe ich das im Kopf und richte mich so ein bisschen nach den Leuten. Es kommen nämlich dieses Jahr natürlich mehr Johnny Cash Songs zum Tragen, weil ich natürlich dieses Johnny Cash Musical in Berlin spiele und natürlich wieder näher an meinem alten Idol oder Wegweiser dran bin. Und ich werde mehrere Johnny Cash Songs in Deutsch singen, ne? Aber das Hauptmerkmal sind natürlich Tracksongs. Seine Geschichten über den Kontakt mit Johnny Cash sind legendär. Vor vielen Jahren rief mich Johnny Cash zu Hause an. Auf meinem Telefonbeantworter habe ich heute noch seine Stimme. Und sie sagte, hello, I'm Johnny Cash, you're my friend. Und together come over in my studio in Nashville and sing all my songs in German language for all the people in Germany. Und so habe ich diesen Song übersetzt ins Deutsche. Heißt... Gunter Gabriel hat in seinem Leben mehr als 100 Lieder über Lkw-Fahrer geschrieben. Früher wie heute sind Lkw-Fahrer das wichtigste Glied in unserer Wirtschaft. In dem Moment, wo du mit einem Truck vom Hof fährst, hast du zwar eine sogenannte Freiheit, aber auch eine unglaubliche Verantwortung, weil da hinten drauf sind Klamotten, die sind ja manchmal Millionen wert, ja. Und das wird meines Erachtens nicht richtig respektiert, vor allen Dingen von der Öffentlichkeit nicht, ne? Und das ist natürlich dramatisch. Und deshalb werde ich Lkw-Fahrer niemals vergessen, ne? Aber auch andere verwandte Berufsgruppen wie die Binnenschiffer. Gunter Gabriel hat Diesel im Blut. Unbedingt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja hier seit 1981, ne? Weil ich der Erste war, der Tracksongs gemacht hatte, ne? Es ist der Ort, wo ich auch begraben werden will. Und zwar an der Dieselsäule zur Tankstelle von Toni Strohweier. Ja. Mit fast 70 Jahren seines Lebens hat Gunter Gabriel alle Höhen und Tiefen in seinem Leben mitgemacht. Er hat seinen Frieden gefunden, wie er sagt. Mit Lebenshilfe geizt er nicht. Aber jeder, der irgendwelche Sorgen hat oder Probleme, ist bei mir immer an der richtigen Stelle. Auf meinem Hausboot, meine Tür ist offen, der Kaffee ist immer heiß. Jeder kriegt von mir einen Tipp, wenn er irgendwelche Probleme hat. Aber das, was ich jetzt sage, hier in diese Kamera, würde ich in jede andere Fernsehkamera auch sagen. Den Truck Grand Prix 2011 musste er aus zeitlichen Gründen absagen, was er sehr bedauert. Ich bin voll geknallt mit Terminen und ich bin eigentlich auch sehr glücklich darüber, dass ich so wirklich sehr aktiv sein muss, ja. Und ich muss auch ein bisschen haushalten. Aber ich habe dieses Jahr praktisch 250 Termine auf der Bühne, ja. Und meine Frauen schreien so schon, wo bleibst du? Hast du uns ganz vergessen? Nee, aber es ist, nächstes Jahr bin ich dann wohl wieder dran. Und dann sicherlich auch mit diesem Song. So wie Truckstar, zum Master und ich. So wie Truckstar, zum Master und ich.